Razzia gegen die letzte Generation an 8 Standorten im gesamten Bundesgebiet lässt die Staatsanwaltschaft Frankfurt zu derzeitiger Stunde Wohnungen durchsuchen. Es geht um die illegalen Klebeaktionen am Frankfurter Flughafen. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Großen, großen Applaus können wir hier verteilen an den Frankfurter Flughafen, an das Management und vor allem an die Staatsanwaltschaft Frankfurt, die hier nicht die Augen verschließt vor dem, was es ist. Straftäter müssen zur Verantwortung gezogen werden und die Mitglieder der sogenannten letzten Generation sind heute Ziel einer geplanten Hausdurchsuchung im gesamten Bundesgebiet. Zu derzeitiger Stunde werden in Berlin, Freiburg, Halle, Leipzig und in Mannheim mehrere Wohnungen von Einsatzkräften durchsucht. Das Ganze begann heute in der Früh am 8. August um 6.30 Uhr. Die Pressemitteilung der letzten Generation, die lautet dann ungefähr wie folgt: Die Polizei hat DNA-Proben bei uns genommen. Die Störer bezeichnen die Razzia hier als Einschüchterungsversuch. Und da muss man sagen, das hat nichts mit Einschüchterungsversuch zu tun, sondern es geht hier mal wieder vermutlich um den Tatbestand des Bildens einer kriminellen Vereinigung. Und das ist einfach eine Straftat in diesem Lande. Das Anliegen, egal welches es ist am Ende eine Straftat. Selbst wenn ihr dafür selbst wenn ihr euch dafür festkleben würdet auf den Rollbahnen, dass wir endlich für Messertäter Haftstrafen statt Bewährung fordern, selbst dann wäre es eine Straftat und man muss mit voller Härte des Gesetzes rechnen. Und in Frankfurt weiß man, was es eben bedeutet, wenn die Sicherheit an einem Flughafen beeinträchtigt ist. 270 Flüge wurden hier im Juli abgesagt bei der letzten Protestaktion der letzten Generation. Außerdem hat sich die letzte Generation offiziell aufgelöst, zumindest laut einer Pressemitteilung. Da wundert es, dass sie dann heute doch nochmal als letzte Generation schon wieder eine Pressemitteilung herausgegeben haben. Aber die Leute, die Anhänger der letzten Generation sind, die haben das nicht so mit logischem Denken, mit syntaktischem Denken, mit Verknüpfungen im Kopf. Da ist halt einfach etwas geistiger Durchzug. Denen kann man alles erzählen. Denen kann man auch erzählen, dass wenn man sich auf eine Rollbahn klebt, ja, und Flugzeuge deswegen Umwege fliegen müssen und mehr Kerosin verbrennen, dass das für den Klimaschutz ist. Genau das ist das Klientel, die dann als Privatpersonen lieber nach Bali fliegen, um dort Urlaub zu machen, denn protestieren, das machen sie nicht als Privatperson. Da ist man Teil des Ölsyndikats, denn Öl tötet, wie sie sagen, und dabei tragen sie alle immer vorbildlich eine zu 100% aus Synthetik bestehende Warnweste, die zu 100% aus Erdöl hergestellt wird. Es sind Klimakriminelle, es sind Klimafanatiker, vor allem haben sie keine Ahnung von Klima, von Wirtschaft, von Physik, schon mal gar nicht. Das Einzige, was sie bedienen können, ist ihren Sekundenkleber, um sich irgendwo festzukleben. Die Maßnahmen hier, die sind auf Anraten bzw. auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main durchgeführt worden. Das hat die Berliner Polizei heute bestätigt. Weitere Details gibt es nicht. Man muss jetzt hier warten, bis die Staatsanwaltschaft in Hessen eine Presseerklärung abgibt. Das ist hier wirklich bemerkenswert, dass die Staatsanwaltschaft in Frankfurt hier so konsequent vorgeht. Denn in Hamburg hat die Polizei letzte Woche Klimaaktivisten, ich sage, das sind keine Aktivisten, aber das ist eine andere Diskussion, festgenommen, bevor sie den Flughafen betreten konnten. Aber die Staatsanwaltschaft sieht keinen Anfangsverdacht einer Straftat, obwohl sie Transparente mit Öl tötet in ihrem Rucksack hatten, Bolzenschneider dabei hatten und es nicht abgestritten haben, dass sie auf dem Weg zum Flughafen waren. Eine Gefährderansprache mussten die Aktivistinnen und Aktivisten, wie der Norddeutsche Rundfunk sie nennt, über sich ergehen lassen. Außerdem ist ein Aufenthaltsverbot für das Flughafengelände ausgesprochen worden. Die Hamburger haben sogar festgestellt, dass nur eine Person hier aus Hamburg stammt. Die anderen, das sind sogenannte Klimatingler, wie hier der Norddeutsche Rundfunk schreibt, die quer durch Deutschland reisen und solche Aktionen starten. Lieber Norddeutscher Rundfunk, was ihr hier betreibt, ist schon bald Beihilfe zur Straftat. Die sogenannten Klimakriminellen, die quer durch Deutschland reisen, um Straftaten zu begehen. Wie nennt man so etwas? Das ist eine kriminelle Vereinigung. Es gibt Staatsanwaltschaften in diesem Land, die führen diese Ermittlungen bereits durch. In Hamburg
werden diese Leute noch nicht mal mit einem Ermittlungsverfahren bedacht. Das kann ja am Ende trotzdem eingestellt werden. Nein, die Staatsanwaltschaft sagt, nein, wir sehen das nicht. Ihr wollt mit dem Fahrrad und dem Bolzenschneider zum Flughafen. Nein, hier gibt es keinen Anfangsverdacht einer Straftat. Da gibt es ganz viele, aber sie wollen nicht hören. Sie denken nämlich, das ist für die gute Sache. Ich bin gespannt, wie lange wir uns das hier noch gefallen lassen müssen. Sie wollten jetzt aufhören mit ihren Aktionen. Niemand will sie mehr sehen, niemand kann sie hören, niemand kann sie ertragen. Es ist einfach peinlich, aber es sind hier Klimakriminelle, die Straftaten begehen und die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat meine vollste Unterstützung für diese Maßnahmen, denn Straftaten müssen konsequent verfolgt werden. Deswegen abonniere den Kanal X und Telegram, damit bleibst du immer auf dem Laufenden und damit sage ich ciao, bis bald.